Wie gut ist dein Allgemeinwissen? Beantworte die 35 Fragen, um es herauszufinden. Frage Nummer 1. Wie heißt das berühmte Riesenrad in London? London Ring, London Wheel oder London Eye? Ganz genau. London Eye ist richtig. Welches Element steht am Anfang des Periodensystems? Ist es Antwort A, Wasserstoff, Antwort B, Sauerstoff oder Antwort C, Stickstoff? Ganz genau, Wasserstoff. Welches Land ist das größte der Vereinigten Arabischen Emirate? Dubai, Sharjah oder Abu Dhabi? Antwort C, Abu Dhabi. Welche Flagge ist das? Antwort A, Andorra, Antwort B, Laos oder Antwort C, Madagaskar? Richtig ist Antwort C, Madagaskar. Wie lautet der alte Name Thailands? Siam, Sintai oder Thaibu? Du liegst richtig, wenn du Antwort A, Siam, gesagt hast. Welches ist das giftigste Tier der Welt? Die Wanderspinne, die Seewespe oder der Inland-Taipan? Richtig ist Antwort B, die Seewespe. Wer hat die Relativitätstheorie entwickelt? Zähl gerne mit, wie viele Fragen du richtig beantworten konntest und kommentiere am Ende deine Punktzahl. Die Relativitätstheorie hat Albert Einstein entwickelt. Welches chemische Element hat das Symbol K? Ist es Calcium, Kalium oder Kohlenstoff? Ganz genau, Antwort B, Kalium. Welcher Kontinent ist am bevölkerungsreichsten? Antwort A, Asien. Antwort B, Afrika oder Antwort C, Europa? Der bevölkerungsreichste Kontinent ist Asien. Welche Sprache hat die meisten Muttersprachler weltweit? Spanisch, Mandarin, Chinesisch oder Englisch? Die meisten Muttersprachler der Welt hat Mandarin, Chinesisch. Welche ist die Hauptstadt von Ägypten? Aswan, Gizeh oder Kairo? Richtig ist Antwort C, Kairo. Welches Land hat die längste Küstenlinie der Welt? Kanada, Indonesien oder Australien? Die mit Abstand längste Küstenlinie der Welt hat Kanada. Welche Stadt wird oft als die ewige Stadt bezeichnet? Athen, Rom oder Kairo? Ganz genau, Antwort B, Rom. Was ist die Währung von Indien? Ist es der Rupie, Rubel oder Zwotte? Die Währung Indiens ist Antwort A, der indische Rupie. Welche Flagge ist das? Thailand, Guyana oder Costa Rica? Das ist die Flagge von Thailand. Welches ist das am häufigsten vorkommende Gas in der Erdatmosphäre? Ist es Antwort A, B oder C? Richtig liegst du, wenn du Antwort C, Stickstoff, gesagt hast. Wie viele Bits sind ein Byte? 24 Bits, 8 Bits oder 64 Bits? Korrekt ist Antwort B, 8 Bits. In welcher Einheit wird der elektrische Widerstand gemessen? Antwort A, Ohm, Antwort B, Volt oder Antwort C, Watt? Der elektrische Widerstand wird normalerweise in Ohm gemessen. Welche Farbe ergibt die Mischung aus Blau und Gelb? Rot, Grün oder Lila? Antwort B, Grün. Was ist die Hauptstadt von Albanien? Shkodra, Tirana oder Flora?
Richtig ist Antwort B, Tirana. Was ist die kleinste Einheit eines Computers? Antwort A, Kilobyte, Antwort B, Byte oder Antwort C, Bit? Die kleinste Einheit eines Computers ist Antwort C, ein Bit. Was ist das größte Land in Südamerika? Peru, Argentinien oder Brasilien? Das größte Land in Südamerika ist Brasilien. Was ist das höchste Gebäude der Welt? Der Burj Khalifa, der Shanghai Tower oder der PNB 118 Wolkenkratzer in Kuala Lumpur? Seit 2008 ist der Burj Khalifa das höchste Bauwerk der Welt. Welche Sprache hat die meisten Wörter? Französisch, Spanisch oder Englisch? Mit stolzen 750.000 Wörtern ist Englisch die Sprache mit den meisten Wörtern. Welcher Kontinent hat die meisten Länder? Asien, Afrika oder Europa? Die meisten Länder hat Afrika. Welches Land hat die meisten Zeitzonen? USA, Brasilien oder Frankreich? Das Land mit den meisten Zeitzonen ist Frankreich. Welcher Planet ist der Sonne am nächsten? Ist es der Mars, der Merkur oder der Jupiter? Richtig ist Antwort B, Merkur. Wie nennt man einen Satz, der vorwärts und rückwärts gelesen dasselbe ergibt? Wenn du Antwort A gesagt hast, liegst du richtig. In welcher Einheit wird Lärm gemessen? In Hertz, in Lux oder in Dezibel? Ganz genau, in Dezibel. Wie viele Elemente enthält das Periodensystem? Sind es 125, 118 oder 97? Das Periodensystem enthält 118 Elemente. Welche Flagge ist das? Gabun, Mauritius oder Angola? Das ist die Flagge von Mauritius. Wie viele Punkte hat ein Spielwürfel? Sind es Antwort A 21, Antwort B 24 oder 19? Ganz genau, Antwort A 21 ist richtig. Für welches chemische Element steht das N? Für Wasserstoff, Stickstoff oder Sauerstoff? Das N steht für Stickstoff. Was ist die Hauptstadt von Ghana? Obuasi, Kumasi oder Accra? Accra ist die Hauptstadt von Ghana. In welchem Land liegt die Stadt Marrakesch? In Marokko, Aserbaidschan oder in Gabun? Nach dieser Frage kommt noch eine Bonusfrage für dich. Die Stadt Marrakesch liegt in Marokko. Wie alt ist die Erde ungefähr? 4,5 Milliarden Jahre, 10,8 Milliarden Jahre oder 2024 Jahre? Kommentiere die Antwort, die du für richtig hältst. Du möchtest dein Wissen weiter testen? Dann schau dir gerne eins der Videos an, die dir hier angezeigt werden. Vergiss außerdem nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.